zusammen. Geht's euch gut? Ja, kein Wunder, denn heute Abend geht ja alles um richtig gute Musik. Und jetzt geht's um die beste Musik überhaupt, nämlich um den besten Song. Da gehen die Meinungen natürlich so ein bisschen auseinander. Ein feingeistiger Free-Jazz-Liebhaber wird wahrscheinlich was anderes gut finden als der erste Vorsitzende des Frauenarzt-Fanclubs in Berlin-Neukölln, ist schon klar. Aber ich glaube, auf so ein paar wichtige Elemente können wir uns einigen. Einmal guter Text. Ist gerade auf Deutsch nicht so ganz einfach. Darf nicht zu kompliziert sein, sodass man erstmal 3 Semester Philosophie studiert haben muss. Bitte aber auch nicht so platt, dass man erstmal 3 Liter Sangria trinken muss, um das Ganze nicht tierisch peinlich zu finden. Das ist wichtig und eine gute Melodie, also eine, die in den Kopf geht, aber dabei nicht zu penetrant ist. Die Gefahr besteht heute nicht, denn wir haben nur sensationelle Nominierte. Und die kommen hier. Hier sind sie, die Nominierten in der Kategorie Bester Song 2010. Bester Song. Stadt gefällt mir gut, weil die Frau hammergeil ist und sie hat eine gute Stimme. Das Lied Stadt gefällt mir, weil die Cassandra Steen, die hat so eine tolle Stimme und deshalb finde ich das super. Und ich hoffe, sie gewinnt was. Der Song Ein Kompliment ist einfach so Sommerlaune und das macht einfach Spaß und das muss man gleich mitsingen, also super. Es ist halt nicht nur ein Liebessong, sondern man kann auch einen Freund anrufen und dem das sagen, dass er das Größte für einen ist und deswegen finde ich den so klasse. Du bist das Pflaster für meine Seele, ich und ich mich nachts im Dunkeln quäle. Ich mag den Song Pflaster, weil er halt Dinge aus dem Leben greift und erzählt. Das sind Sachen, die jeder erlebt und mit denen er was anfangen kann. Und deshalb finde ich die Songs von Ich und Ich sehr gut. Ich hoffe, dieses Lied wischt deine Tränen weg. Hör zu. Sie, hey du. Erinnert mich an früher. Ich finde es gut, wie er die Jugendlichen anspricht auf ihre Probleme, die so eine schwierige Jugend und so haben. Ich kenn den. Ganz ein guter Song. Ich mag den ganz gern. Traurig du bist, wo seid ihr? Ich bin Silbermus, hier, wie das ist. Steffi's Stimme ist einfach super und ich kriege richtig Gänsehaut und ich liebe dieses Lied einfach. Und der Komet in der Kategorie Bester Song 2010 geht an Sido mit Hey Du! Ich hoffe, dieses Lied bis deine Tränen weg. Hör zu. Hey Du, Sido, du hast gewonnen. Mit der einen Hand die Gewinnerfaust. In der anderen Hand hat er noch seinen Drinker, der wird da kräftig feiern. Der kennt sich ja hier aus beim Kometen, hat den Kometen 2007 selbst moderiert im Musical Dome Köln. Und nach den Fantastischen 4 erhielt er als zweiter deutscher Rapper gerade die Ehre eines eigenen MTV Unplugged. Lief gestern Abend bei MTV. Seit heute Morgen steht seine CD in den Regalen. Ja, da tanzt er, da freut er sich. Da können wir nur froh sein, dass der Laudator hier nicht Oliver Pocher hieß. Glückwunsch noch von den Atzen. Da erklimmt er die Siegesleiter. Den Drink immer noch in der Hand. Das gibt's ja gar nicht. Ja, da haut's den Hut weg. Also lass dich feiern, Sido. Hey du, hast gewonnen. Glückwunsch zur runden Kugel. Und diesmal wollen wir keinen Stinkefinger sehen. Diesmal ist er brav, da freut er sich. Schnauze jetzt hier! Danke. Also in erster Linie danke ich meinen Fans, ganz besonders meinem Forum. Mr. T, Isa und so weiter, die ganzen anderen Chaoten aus meinem Forum, denen habe ich euch zu verdanken. Danke meinen Fans, Dankeschön. Und dann danke ich meinem Anwalt Burkhardt. Du bist der I-Punkt in Sido, Alter. Vielen Dank. Ich danke meiner Managementfirma Kete, Promité, Dankeschön. Dankeschön. Und natürlich meiner Plattenfirma Universal, Alter, Neffi und die ganze Bagage. Dankeschön, ich gehe jetzt saufen. Tschüss. Ich hoffe, dieses Lied bis deine Zähne weg. Hör